Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Resurrection. Ich bin's, der Black. Und in der letzten Folge hatten wir ja unseren Leonardo gestartet und ein bisschen Zeugs mitgenommen, dass wir jetzt eiskalt mal, zumindest das, was geht, Zertus Quarz, Redstone und Sulfur höchstwahrscheinlich auch, hier reinwursteln. Dann hätten wir hier noch ein paar Dusts, Nickel, Iron, kommt alles hier rein, damit wir mal wieder ein bisschen Rohstoffe kriegen. Den Red Granit können wir auch mal durchschmelzen, mal gucken, wie der aussieht. Stein brauchen wir nicht schmelzen, Glas brauchen wir nicht schmelzen, Bronze brauchen wir auch nicht schmelzen, warum auch immer ich das mit hatte. Ich würde mal eiskalt sagen, die Assembling Station passt auch. Und ich würde mal einfach eiskalt sagen, weil ja, wir haben ja da schon eine Turtle stehen. Warum machen wir denn nicht einfach noch eine zweite? Ich meine, wir haben es doch. Es ist ja nicht so, dass wir arme Leute sind oder so. Und eine zweite Turtle, umso schneller geht's ja. So, das heißt natürlich, wir brauchen erstmal einen Computer. Dazu brauchen wir eine Glasscheibe. Ich muss mal gucken, ob wir noch irgendwo Glasscheiben haben. Da drin, da war Glas. Hier ist eine Glasscheibe. Redstone dürfen wir drüben haben. Und Stein haben wir auch. So ein Computer ist ja relativ schnell gecraftet. Dahin. Und mal normaler Stein. Wo ist denn? Zip. Dahin. Und da hätten wir einen Computer. Oder warte mal, wir könnten mal gucken. Wir könnten ja mal... Wie viel haben wir denn davon? Genug. Komm, wir machen mal einen goldenen Computer. Das müsste ja, glaube ich, auch gehen. Ging, glaube ich, so. Bin mir nicht sicher. Üp. Einfach nur, weil wir es können. Yay! Lasst uns Gold verschwinden. Okay, damit haben wir einen goldenen Computer. Dieser goldene Computer muss natürlich auch wieder in eine Turtle verwandelt werden. Brauchen wir erstmal eine Truhe. Huch. Truhe. Nee. Truhe. Ne. Hier drin war Holz. Ein Haufen. Ich tue mal die Dinger hier wieder raus. Wo sind sie? Da. Müssen wir ja nicht wieder mitschleppen. So, okay. Hier, ja, oder wir nehmen einfach das Rezept von der Truhe hier raus. Hauen das da rein. Computer oben drauf. Und der Rest war, glaube ich, Eisen. Warte, müssen wir gucken, ob das Eisen war oder ob ich da auch jetzt wieder Gold nehmen muss, weil ich einmal mit Gold angefangen habe. Ich glaube aber nicht. Ich hoffe nicht, weil dann wird es ja teuer. Nee. So, warte mal, wir müssen mal, ich gebe mal Turtle ein, oder geht das hier gar nicht in dem Mod? Turtle, sich eine goldene Turtle zu machen? Doch, geht. Aber mit einem normalen Computer. Der goldene Computer geht dazu also nicht. Ah, gut zu wissen. Na gut, dann machen wir halt noch einen normalen Computer. Es ist ja nicht so, als hätten wir es nicht. So. Also, Glasscheibe haben wir hier. Roten Stein haben wir hier. Und normalen Stein hatte ich da auch irgendwo. Da. Jupp. Und ja, den Circuit sammle ich gleich wieder ein. Ich will nur den normalen Computer haben. So, okay. Das heißt, das hier wieder raus. Truhe. Dip, dip. Und machen wir hier Gold draußen rum. Nee. Hä? Truhe, 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 Gold, 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 Gold. Computer, Computercraft, Truhe. Hm. Stimmt schon so. Vielleicht geht in dem Modpack wirklich keiner. Vielleicht geht in dem Modpack wirklich keine Goldgürtel. Schade. Hätte ja klappen können. Naja, dann eben nicht. Ich wollte die halt ein bisschen anders farbig gestaltet haben. So sieht sie nämlich ein bisschen anders aus. Und ich verwechsel sie nicht so mit der Leonardo. So, was wir natürlich auch noch brauchen, ist eine Spitzhacke. Spitzhacke macht 1, 2, 3. Stücke haben wir. Schlupp. Spitzhacke, Stücke raus. Turtle rein. Mining Turtle her. So, den Computer, den können wir gegebenenfalls irgendwo anders mal gebrauchen. Tun wir den erstmal hierher. Und gehen jetzt damit zurück in unsere Welt. Halt, nicht damit. Wir nehmen noch ein bisschen Holzkohle mit. Habe ich hier noch irgendwo Holzkohle liegen? Oder muss ich die von draußen reinholen? Hier ist Holzkohle. Also kriegen wir die Kisten ein bisschen angeleert. Angeleert vor allem. Oder war noch ein Haufen Erde drin? Das heißt, das nächste, was ich machen werde, weiß ich auch schon. Hehehehe. Okay. Wir holen uns von Hause noch ein bisschen Holzkohle, weil das bisschen, was wir haben, das wird jetzt noch nicht reichen. Hier haben wir ein bisschen mehr drin. Hopp. Und nochmal.
und der Rest kann wieder rein. Ich denke mit... Oder nee, vier Stacks brauchte man doch eigentlich, glaube ich, immer, ne? Zumindest bei der Erstbefüllung. Ich nehme mal 4 Stacks mit. Wobei ich ja einen Stack noch da gehabt hätte, aber ja, okay. Den können wir ja auch noch nehmen. Ist ja nicht so, als würden wir was verschwenden oder so. Und ich hoffe mal und gehe mal schwer von aus, dass es dann auch ausreicht, weil dank des tiefen Speichers und so weiter und so fort. Ich werde noch ein bisschen Kies dann raushauen aus den anderen Kisten. Entschuldigung, dass die Kisten sich nicht vollfüllen. Ansonsten könnten wir im Notfall noch einfach eine Kiste hinten ranhängen. Beziehungsweise eine Kiste muss ich sowieso noch machen. Dann machen wir mal eins. Weißt du was? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Stahlplatte lassen wir mal da. Kupfer lassen wir mal da. Birkenholz. Ja, den nehmen wir mit. Glas brauche ich jetzt auch nicht unbedingt unterwegs. Was haben wir hier drin? Irgendwas, was wir noch da lassen können. Redstone. Den Circuit. Den haue ich jetzt einfach mal hier hinten rein. Auch wenn der die falsche Konfiguration hat sozusagen. Und dann nehme ich mir mal nochmal... Da, die damit. Genau. Nur für den Fall, dass es nicht reicht und so. Schlafen können wir nicht. Also wieder hier hin. Boing. Wow, ist das dunkel immer hier. Und wieder hier hin. Boing. Wunderbar. Richtung dahinter. Und dann starten wir einfach noch eine zweite Turtle nebenan. Ich denke, so doof ist die Idee nicht. Drum wart es auch getan. Ich muss nur mal zählen hier, dann nicht, dass wir hier das Teil abbauen hier. Das hier nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Müsste ich ja dann hier hinbauen. Es sei denn, ich starte die auf 10, ne? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 würde gehen, 11, 12 würde auch gehen. Dann machen wir halt 12. Dann machen wir halt 12. Bin ich jetzt gar nicht so. So, machen wir so. Setzen die Turtle hier hin, damit wir den tiefen Speicher nicht abbuddeln. Machen hier einfach die Kiste noch ein bisschen länger. Okay. 1, 2, 3. Ne, 4 machen wir mal, komm. Wir haben es doch. Brauch ja nicht unbedingt verschwenden, all, aber ich kann verschwenden, deswegen machen wir es gleich so. Und damit ist er voll. Label Set. Welchen Namen geben wir der? Leonardo haben wir. Dann kommt jetzt Michelangelo. Ja, ich mache die Ninja Turtles. Michelangelo, müsste richtig geschrieben sein. Label that Michelangelo. Wunderbar. Und jetzt Excavate. Was hatten wir gesagt? 20, ne? Ne, 12. Ja, 12. Excavate 12. Und los geht's. So, dann schauen wir mal, ob das auch wirklich so ausreicht. Wir können ja kurz warten. Sollte kein Problem sein, hier zu warten. Wasser habe ich jetzt gerade keins da. Da würde ich jetzt auch ganz gerne was hinsetzen. Weil, ihr wisst das ja, ohne Wasser wird es nasser. Gülle, weiß ich nicht, ob die funktioniert. Und Lava zu Dings macht, deswegen nehmen wir hier Wasser. Ist besser. So. Das Ganze setzen wir einfach hier hin. Ja, komm, hier, schlopp. Nee, hier geht nicht. Weil ich nicht weiß, ob hier ist. Ich mach das einfach mal hier, komm, hierher. Da läuft das auch runter. So, fein. Müsste reichen. Müsste sich verbreiten. Ähnlich wie drüben. Oder auch nicht. Warum ist das Wasser jetzt wieder weg? Hat die Turtle das Wasser weggebuddelt? Bist du doof? Muss ich gleich nochmal. Verstehe ich jetzt nicht. Das Oh. Sollten wir es mal probieren? Ich bin unschlüssig. Ich bin, glaube ich, nicht gut ausgerüstet, um mich mit denen da anzulegen. Aber wir behalten das mal in der im Hintergrund. In der Hinterhand. Und wir werden das sicher hinterbekommen. Ganz ohne Hintergedanken. Aber jetzt erstmal, hier haben wir Wasser gesetzt. Wo war denn die andere Turtle? Da drüben. Obwohl, da fließt auch noch Wasser rein, wie es aussieht.
Ne, da ist Wasser von der Seite noch. Okay, das reicht mir. Und hier ist Wasser. Okay, das läuft auch. Hier, Kisten stehen noch, wie man sieht. Insofern ist alles gut. Das Einzige, was wir hier mal tun wollten noch, wäre eventuell... 1, 2. Ich setze das jetzt oben drauf, weil ich keine Ahnung habe, ob die liebe Turtle... oder inwieweit der Chunkloader hier noch reicht. Ich weiß, dass beide Turtles drin sind, aber... Wie weit das für das andere Zeug reicht, bin ich mir natürlich nicht sicher. Deswegen halt einfach so. So, es wird auch gerade dunkel. Hier, der farmt auch fleißig Erze. Das ist schön, da freue ich mich doch voll. Und die Turtle farmt sich jetzt auch so langsam runter. Ich mache mal hier einen Screenshot. So, und jetzt gehen wir nach Hause. Genug hier rumgerannt. Lalalala, bevor es hier wieder dunkel wird. Ja, ja, krähe. So, und jetzt haben wir schon zwei Turtles am Start. Auf jeden Fall besser als vorher. Da hatten wir nur eine und die auch nur manchmal. Und wie gesagt, ich könnte theoretisch noch 5, 6 andere bauen, in Anführungsstrichen, um erstmal eine Query zu ersetzen. Ich meine, so teuer sind die Dinger ja nicht. Momentan reicht mir das aber erstmal so. So, wir gehen erstmal her. Hopp. Hallo? Wollte gerade sagen. Ah, der Server kommt gerade ein bisschen nicht hinterher. Ich hab den wahrscheinlich ein bisschen gestresst. So, okay, hier wieder. Ah ne, hat gerade die Welten noch mitgespeichert bestimmt. Das kann natürlich sein. In dem Fall macht er kurz Pause manchmal. So, das hier rein, das da rein. Was haben wir hier Feines? Hier haben wir nichts Feines. Hier haben wir Crushed Kasserit. Kasserit gab ja was, ne? Ja. Ja, Tin, okay. Kasserit, das raus alles. Und alles nochmal in den Crusher. Zip, zip, zip. Damit er auch fleißig was zu tun hat. Hier ist noch ein bisschen Gummi. Kann ich ja mal gucken. Kann ich den direkt mal hier hinten reinwursten? Ah, ein bisschen was kriegen wir rein. So. Das Zeug lagere ich mal zwischen. Das wird uns noch das Häufigeren begegnen. Einmal raus. So, komm. Ja, das Restliche rein. Jawohl. Alles drin. Wunderbar. So, ich wollte mir jetzt hier hinten die Erde mal rausklauben. Diese hier zum Beispiel. Und die hier nehme ich auch mit. Um, ja, hier unten draußen ein bisschen weiter aufzufüllen. Den da wollte ich abholzen. Ja, viel zu tun wieder. Kriegen wir alles hin. Irgendwie. Ganz bestimmt, bin ich mir sicher. So. Wisst ihr was, wir machen das wieder so. Einmal kurz auftauchen. Dann machen wir hier gleich weiter. So, so, so. Wird doch langsam. So, einmal kurz auftauchen. Dann sind wir halt hier schon mal, sagen wir mal, einen Boden weiter. Und können hier quasi wirklich vernünftig von oben die Erde reinsetzen. Ich lege quasi den ganzen See trocken. Oder erstmal. Weil ich brauche den ehrlich gesagt hier nicht. Hier soll ja demnächst ein neues Häuschen, quasi ein Anbau hin, der eventuell irgendwann auch verbunden wird. Aber noch nicht gleich. So. Warum ich ausgerechnet diese Stelle ausgesucht habe, weiß ich noch nicht. Der Baum da wird auch versetzt. Da habe ich auch schon einen neuen Platz für. Also vorausgesetzt, ich kriege da wieder einen Zeppling raus. Ansonsten muss ich das mal in einer, was weiß ich, Timelapse-Folge machen. Die hatten wir ja lange nicht. Und dann hole ich mir halt ein paar Zeppelins so. Das geht auch. Kenne ich nix. Lille. So, hier. So, so. So, wenn hier unten runter noch ein bisschen Wasser ist, erstmal Wurst. Obwohl, wir können ja auch erstmal so. Und den Rest bauen wir dann. Genau, und wir machen hier Hüben weiter. Hier Hüben. Hüben, halt sächsisch. Hier drüben machen wir weiter und machen weiter zu. Lala, 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 lala. Hui, dui, dui, dui. Upsa. Ich weiß nicht, also wie gesagt, der andere Kohleboiler funktioniert ja mit Holzkohle, oder beziehungsweise der andere Dingsofen funktioniert mit Holzkohle. Ich weiß nicht, ob der schneller ist als der andere, aber wie es aussieht, arbeitet der auch immer noch. Das heißt, Stahl braucht seine Zeit. Oh, ganz offensichtlich. Und die Dinger hier, Tiny Pile of Dark Ashes, sollten wir mal gucken. Kriegen wir die...
Irgendwie, was kann ich damit herstellen? Mal gucken, vielleicht kriege ich da ja nochmal irgendwas. Dark Ash. Entschuldigung. Calcination Packager. Elektrolyzer. Oh, über den Elektrolyzer kriege ich da Carbon raus. Auch nicht schlecht. Aha. Dark Ash. Und nochmal. U. Form der Herstellung. Was ist das? Dark Ash, too small. Ja, toll. Calcination Packager. Also mehr wird es wahrscheinlich nicht. Na gut, wir können ja erstmal... Ne, ging ja nicht, weil das voll aufgefüllt werden musste. Naja, ist egal. Auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen was, was wir nicht brauchen. Deswegen schmeiße ich das mal weg, weil dunkle Asche habe ich genug. So. Auch wenn ich da ein bisschen Carbon rauskriege, aber noch brauche ich kein Carbon. Noch habe ich da kein Bedürfnis zu. Dip, dip. So. Hier ein paar Bäumchen werden wahrscheinlich dann noch weggeholzt, damit einfach nichts ist, was mir im Weg steht, wenn ich hier doch mal was baue. Und ich, ja, wie gesagt, ein paar Bäume in der Nähe habe ich kein Problem mit, aber wir haben eine Baumfarm. Und da habe ich lieber hier, sagen wir mal, ein bisschen Platz für andere Bauten, die ich eventuell noch hierher pflanzen möchte. Das Projekt ist ja noch jung und ich bin mir ziemlich sicher, so langsam wie es hier dank GregTech nicht zuletzt und den, sagen wir mal, sehr komplizierten Rezepten vorangeht, wird es auf jeden Fall noch um einiges laufen und wahrscheinlich auch ein bisschen länger als eventuell beim letzten Mal. Der Schuster, ich weiß nicht, also beziehungsweise wahrscheinlich irgendwann, wenn wir irgendwann was haben, wird es mit dem Dings schneller gehen, spätestens wenn das Dings steht. Na, wie heißt es denn? Ihr wisst schon, was ich meine. Das Dings halt. So, spätestens wenn das, ja genau, Mist, doch, da ist er. Wenn das Applied Energistics ME-System steht, genau, darauf wollte ich hinein. Hinaus, nicht hinein, Manu. So, okay, wir bauen jetzt mal den Baum ab. Warum? Weil wir es können. Warum können wir das? Weil wir es müssen. Na toll. So, okay. Lelelelele. Ich hoffe wirklich, hier kommt ein Sapling raus. Sonst ärgere ich mich voll. Weil, wie gesagt, wenn hier wenigstens ein Auranode drin gewesen wäre, das wäre nicht schlecht gewesen. Dass das funktioniert, das weiß ich vom Dü. Hab ja in seinen Folgen gesehen, könnt ihr ja auch mal reinschauen. Dass er schon, ja wie gesagt, er hat ja sein ganzes Haus mit dem Zeug hier gebaut. Und hat auch genug Auranodes sozusagen damit herbekommen. Lelelelele. Okay. Alles her. Hier oben ist alles leer, ne? Ja. Gut. Hier noch. Dapp. So, dann ist hier schon wieder quasi der Baum weggeholzt. In der Zwischenzeit kann ich mal gucken, ob ich noch ein bisschen Erde habe. Also werde ich sicher haben. Zur Not nehme ich die Compressed Earth. Genau, Earth ist besser. Die Compressed Erde auseinander und mache damit was. Hier, guck mal. Das geht auch. Später können wir sie immer noch wieder wegholzen, wenn wir hier doch mal ausbuddeln müssen. Das kriegen wir schon hin. Lalalala. Da mache ich hier einen Aura-Holzboden rein. Lelelelele. Zip, 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 zip. Dann ist das Zeug verwurstet. Ich habe es nicht irgendwo rumliegen. Ich habe da nämlich schon genug davon. Und ja, wir haben keine Probleme mit. Hehehe. No. So, okay, da war es alle. Sehr schön. Da liegen noch ein paar. Ich weiß was, die nehme ich einfach alle mit. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Nein, wir haben kein Glück. Liegt ja auch schon ein Sapling rum, weil das Zeug, die kält ja schon langsam, aber nein. Hätte ja auch sein können. Nee. Okay. Übrigens, warum hat auch, wahrscheinlich weil nicht genug Erde drumherum war, das kann natürlich sein. Deswegen hat der Baum hier das Biom nicht verwandelt. Weil drüben bei Verdü hat es ja ein bisschen das Biom. Obwohl doch, wenn man hier auf die Karte guckt, warte mal, ich gehe nochmal raus. Wenn man auf die Karte guckt, da sieht man schon, dass da, sagen wir mal, eine Verwandlung stattgefunden hat. Aber, naja, sie stört mich halt nicht. So, gut. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Ne, wir gehen nicht schlafen. Wir beenden die Folge. Ihr geht schlafen, wenn es schon recht spät ist und ihr die Folge jetzt schaut. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gebt Feedback, was ich denn so machen soll und wie ich am besten vorankomme, wenn ihr denn mehr wisst als mich auf jeden Fall. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.